Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Ich wollte euch heute gerne zeigen, ja, wie man ganz einfach einen richtig schönen Teppich selber knüpfen kann. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Schere, so eine Knüpfstramin heißt das. Habe ich bei eBay gekauft, lag bei 8 Euro. 1 Meter Länge habe ich genommen, also das wird halt so ein Läufer. Ihr könnt es auch noch größer machen. Ich habe die Löcherabstände, also es sind 13 Löcher auf 10 cm, das finde ich so ganz gut von den Abständen her. Dann braucht ihr noch verschiedene Stoffe oder ihr könnt auch den Teppich einfarbig machen. Ich wollte ihn jetzt ganz bunt machen, habe Jersey-Stoff genommen, habe die in Streifen geschnitten, circa 1,5 bis 2 cm breit und 10 bis 12 cm lang. Und damit er einfach ganz flauschig wird, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, als erstes nehmen wir uns einen Stoffstreifen und ziehen den einfach nur durchs Loch und Knoten, den dann direkt einmal reicht. Das hält auf jeden Fall. Dann die Löcher sind auch groß genug, dass ihr die per Hand gut reinkriegt. Wenn ihr kleinere Löcher nimmt, dann müsste man das schon mit einer Nadel machen. Auch wieder einen Knoten durch und immer so weiter. Das war es dann auch eigentlich schon. Man knüpft einfach die Streifen aneinander. Total einfach, finde ich, und das Endergebnis ist einfach super schön. Man hat seinen ganz individuellen eigenen Teppich. So. So, ich mache die Reihe eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich schon ein bisschen weitergemacht. Man kann gut sehen, ja, wie es nachher aussehen wird. Es wird ein ganz fransiger, flauschiger Teppich. Von hinten ist das dann so geknüpft. Ich mache jetzt komplett paar rein für euch. Und ja. So, jetzt habe ich paar rein gemacht. Man sieht schon, der ist ganz flauschig und ganz dicht. Richtig kuschelig. Ich freue mich schon total, wenn der fertig ist. Und von hinten sieht das auch ganz schön aus, ganz schön geknüpft. Man kann verschiedene Muster reinbringen oder wie gesagt den einfarbig machen. Man kann auch zum Beispiel Oberteile dafür benutzen, die man nicht mehr trägt. Das hatte ich zum Beispiel bei dem Gelb und dem Orange. Das ist ein T-Shirt gewesen, was ich einfach zerschnitten habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hättet auch vielleicht Lust, so einen schönen Teppich euch zu knüpfen. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao!